Moin, meine Brothers and Sisters, mein Name ist Dallystates und heute zocken wir Roblox! Und ich habe keinen Plan, wieso ich das eben gerade gesagt habe. Auf jeden Fall sind wir gerade in einer Obby drinne. Da geht es darum, Autos kaputt zu machen. Das ist voll einfach zu erklären. Es geht in der Obby darum, dass wir Autos kaufen, die machen wir kaputt, dafür kriegen wir Geld und dann können wir die Autos anders kaputt machen. Okay. Und ich habe eben gerade das Tutorial abgeschlossen und natürlich haben wir jetzt kein Auto mehr. Deswegen gehen wir ins Dealership. Ich glaube, wir haben gerade wie viel Geld? Wir haben 510 Geld. Ja, ihr habt richtig gehört. 510 Geld. Dealership. Zeig mal her, was es für Autos gibt. Es muss irgendwie ein geiles Auto geben. Dieses Auto haben wir eben gerade kaputt gemacht und das haben wir auch im Besitz. Das können wir theoretisch so oft spawnen, wie wir wollen. Aber ich möchte geilere Autos kaputt machen. Ich möchte die richtig großen Hummer kaputt machen. Der hier ist zum Beispiel umsonst und der ist auch umsonst. Aber die anderen kosten Geld. Ich habe gerade nur 510. Deswegen können wir uns keins leisten. Ah. Dann denke ich mal, hole ich mir den Bus, weil der ist noch free und der sieht relativ geil aus. Und eventuell gibt es auch extrem viel Geld, den kaputt zu machen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und so sieht der Bus aus. Leider können wir vor uns die Crusher nicht benutzen. Also Crusher sind die Teile, wo wir die Autos drinnen kaputt machen. Einfach weil wir für viele Crusher solche Parts brauchen. Und wir haben gerade nur 287 Parts. Und Parts kriegen wir auch, indem wir Autos kaputt machen. Aber erstmal müssen wir zu den Crushern gehen, die umsonst sind. Es tut mir leid, yo. Aber mehr kann ich mir auch gerade nicht leisten. Sind die hier umsonst? Ja, die sind umsonst. Den Freezer, den kenne ich. Das Spawnmill. Ich habe keinen Plan, was das Spawnmill ist. Deswegen stelle ich mal meinen schönen Wagen hier rein. Und der hat hinten übrigens richtig geile Musikboxen. Der kann doch nicht umsonst sein. Aber egal, der Wagen steht jetzt hier drin und ich hänge hier leider ein kleines bisschen fest. Okay, alles ist gut, mein Freund. Ich bin rausgekommen. Und dann machen wir jetzt auch mal den Crusher an. Oh mein Gott. Das Auto tut mir jetzt schon leid. Und ich glaube, mit dem Knopf machen wir den an. Jetzt müssten sich theoretisch die Scheiben anfangen zu drehen. Aber nein, das tun sie gar nicht. Hä? Ich drücke jetzt einfach mal alle Knöpfe. Oh mein Gott, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich muss alles anmachen. So, jetzt müssen... Oh mein Gott, das arme Auto. Und wir kriegen gerade auf jeden Fall Geld und wir kriegen Parts. Wir haben gerade 232 Geld und Parts bekommen. Das ist voll genial. Ach so, die Parts sind die Teile vom Auto, die sofort abfallen, wenn wir sie kaputt machen. Leider haben wir jetzt immer noch relativ wenig Geld. Deswegen musste ich nochmal ein Auto nehmen, was ich bereits schon besitze. Und erstmal das kaputt machen. Es tut mir leid, yo. Und wir nehmen diesmal das kleine Rote. Das kleine Rote sollte ziemlich geil sein. La, la, la. La, la, la. Wir fahren im Auto und die nächste Falle heißt es Stairfall. Oh, Treppenfallen. Mein Auto soll irgendwelche Treppen runterfallen? Oh Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Können wir damit da runterfahren? Oh mein Gott, wir können sogar mit dem Auto da runterfahren. Wieso sind wir so blöd? Wir sind viel zu blöd. Und wo ist das Auto? Das Auto war da. Okay, Auto, ist alles gut bei dir? Ich denke mal, das Auto ist komplett kaputt. Wir haben 426 Money bekommen und ein paar Parts. Und wir haben jetzt insgesamt 1242 Money. Können wir uns damit schon ein neues Auto leisten? Weil das wäre ziemlich genial. Wir gucken mal. Kriegen wir irgendwie ein neues Auto? Ich hätte... Oh, für 1200 kriegen wir ein neues Auto. Wie geil ist das denn? Welches kaufen wir uns? Wollen wir uns jetzt überhaupt eins kaufen oder wollen wir ersparen für die großen Wupper, wie zum Beispiel das Ding, das Ding, das Ding, das Ding oder das Ding? Ich denke mal, wir kaufen uns ein Auto und zwar das hier, weil das Auto sieht schon ziemlich gut aus. Oder können wir uns das Grüne kaufen? Haben wir genug Geld dafür? Nein, wir haben nicht genug Geld. Oh Gott. Das heißt, wir machen noch einmal so ein altbewährtes Auto kaputt. Man kann sich ja irgendwie hier VIP holen, weil es gibt VIP-Crusher, aber ich weiß nicht, wo man es sich kaufen kann. Normalerweise wird es dir ja irgendwo angeboten, aber hier wird es anscheinend nicht angeboten und der haut sein Auto gerade kaputt. Was zur Hölle? Okay. Und ich glaube, der will jetzt auch mein Auto kaputt hauen. Ist der verrückt? Lol. Das ist mein Auto, das hat voll viel Geld gekostet. Also eigentlich war es umsonst, aber trotzdem. Der Spieler ist VIP, das heißt, man kann sich irgendwo VIP holen, aber ich habe gerade keinen Plan, wo das ist. Wir suchen gleich mal, allerdings werde ich das Auto jetzt erstmal irgendwo kaputt machen. Ha, da waren wir schon, The Sideway Spinner. Okay, dann fahren wir das Auto mal hier rein und da drin ist auch ein Knopf. Was bringt der Knopf eigentlich hier drinne? Quick Enable Crusher. Oh mein, okay. Ich glaube, ich hätte vorher rausgehen sollen, oder? Nein, wir können wenigstens zugucken. Wie geil ist das denn? Wird es uns auch wehtun, wenn wir da reinspringen? Ich probiere es mal aus. Komm her. Ja, wir haben ein Bein verloren. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ich glaube, wir bringen uns jetzt mal um. Und ich hoffe, wir spawnen in der Lobby, sodass wir uns direkt VIP holen können. Bitte, bitte, lass mich irgendwo VIP kaufen. Können wir hier VIP kaufen? Das wäre ziemlich genial. Wo zur Hölle holen wir uns VIP? Ich habe keinen Plan, wie man sich hier VIP holt. Das ist voll komisch. Ich klicke die ganze Zeit drauf, aber es passiert nichts. Hallo, VIP. Ich hätte gerne VIP. Das ist gerade ziemlich komisch, um ehrlich zu sein.
Ich hoffe mal, jemand antwortet. Und bis jemand antwortet, holen wir erstmal unser neues Auto. Oh mein Gott, was zur Hölle ist passiert? Wir können uns VIP holen, wie geil ist das denn? Und natürlich holen wir uns auch 50 Millionen Money. Das heißt, wir können uns jetzt jedes Auto kaufen. Wie geil ist das denn? Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert und ich habe nicht kapiert, wie ich das gerade gemacht habe. Aber anscheinend funktioniert es und das ist die Hauptsache. So, zeig mal her, wir holen uns direkt das beste Auto. Oder, oh mein Gott, nein, die Autos sind extrem teuer. Was zur Hölle, wieso sind die Autos so teuer? Die kosten ja fast Billionen. Also gar keine Millionen mehr, sondern Billionen. Okay, ich denke mal, wir können uns nicht jedes Auto leisten, aber trotzdem können wir uns relativ viele leisten. Und ich glaube, ich hole mir eins für circa 1 Million. 2 Millionen? 2,8 Millionen. Das sieht doch extrem nice aus. Und das kaufen wir uns jetzt sofort. Es tut mir leid. Requires NM witzige T. Das heißt, wir brauchen davor noch irgendein anderes Auto. Wie doof ist das denn? Das heißt, wir können uns die meisten Autos erst holen, wenn wir uns Anfangsautos holen. Das ist ja voll dämlich. Oh Gott. Gibt es wenigstens irgendein Auto, was wir uns hier holen können? Nein, es gibt kein Auto, was wir uns gerade holen können. Das ist doch so dämlich. Naja, ich denke mal, wir fahren jetzt trotzdem erstmal mit dem Auto. Und wohin geht's als allererstes? Ich würde gerne zu den VIP-Sachen hin. Und ich glaube, das hier sind die VIP-Sachen oder die Anfangssachen. Nein, das waren die Anfangssachen. Wo waren die VIP-Sachen? Ich glaube, das hier sind die VIP-Sachen. Allerdings kosten jetzt auch noch Geld. Oh mein Gott, das ist ja voll die Abzocke. Das Problem dabei ist, wir haben noch viel zu wenige Parts. Wir brauchen unbedingt mehr Parts. Und wo waren wir noch nicht drin? Ha, hier waren wir drin und das Spike Pit. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das Spike Pit ist, aber wir werden es probieren. Wir springen hier raus und wir bleiben natürlich hier drinnen und gucken uns... Oh mein Gott, was zur Hölle? Ich spring mal mit rein. Ja, kriegen wir jetzt ordentlich Geld? Ich hätte jetzt ziemlich gerne ordentlich Geld. Wir haben 852 Money bekommen und 213 Parts. Eigentlich ist das Geld gar nicht so wichtig. Wir brauchen nur Parts, damit wir wirklich in jeden einzelnen Shredder rein können. Ich glaube, auf der Seite sind wir durch jeden einzelnen Crusher durchgegangen. Ja, hier sind wir durch jeden Crusher durchgegangen. Das heißt, wir gehen jetzt zu The Nator Pit. Okay, kein Plan, was das macht. Allerdings sieht das ziemlich naturell aus. Und wir können uns wahrscheinlich hier auf die Hölzer draufstellen und zugucken. Kommt mein Auto jetzt langsam da runter und wohin fällt es? Es fällt einfach darunter, sonst passiert gar nichts. Was zur Hölle? Ich komme dir mal ganz kurz hinterher und ich sterbe dabei. Also, dass ich sterbe, hätte ich auch vorher sagen können. Diesmal haben wir so einen kleinen grünen Transporter. Wohin geht's mit dir, mein Freund? Erstmal, wie steige ich da ein? Ich würde ziemlich gerne hier drin einsteigen. Einmal springen und man sollte doch normalerweise drinne sein. Aber es funktioniert gerade nicht. Ich spring die ganze Zeit drauf rum, aber es passiert gar nichts. Kommst du mal irgendwie da rein? Oh, ich glaube, ich sitze drinne. Ziemlich komisch, aber ich sitze da drinne. Und das ist, denke ich mal, die Hauptsache. Und wir fahren anscheinend einen alten Chevy Transporter to the Slicer. Waren wir da eben gerade drinne? Nein, da waren wir gar nicht drin. Und das Slicer sieht schon übertrieben brutal aus. Es gibt leider keinen Knopf, um den von innen zu aktivieren. Deswegen müssen wir wahrscheinlich rausrennen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und jetzt aktivieren wir mal alles von hier aus. Enable Crusher, das machen wir an, das machen wir an. Oh Gott, das sieht brutal aus. Das sieht übertrieben brutal aus. Oh, wir müssen das Auto selbst zerhacken mit unserer eigenen Hand. Es tut mir leid für mein Auto. Bam. Das nächste. Bam! Oh Gott, das wird so brutal. Let's go! Und ich glaube, wir haben sogar extrem viele Parts bekommen. Obwohl, nein. Wir haben gar nicht so viele Parts bekommen. Wir haben 1500 Parts jetzt insgesamt. Das bringt uns nicht weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Parts. Wie machen wir als nächstes bloß das Autokörper? Das gibt so viele. Der Blender, der Mixer und wir können da nicht rein. Oh mein Gott, wir müssen da irgendwie eine Treppe nach oben laufen. Aber wir können es auch von unten aktivieren. Von daher ist alles gut. Wir lassen das... Oh mein Gott. Okay, viel Spaß da drin in mein Auto. Ich spring mal auf dich drauf, weil ich liebe dich. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind beide tot. Alles ist gut, solange wir beide zusammen sterben in Liebe. Together. Das Komische ist, es ist irgendwie verbuggt. Das heißt, ich kann gar keine anderen Fahrzeuge mehr sehen. Das ist jetzt schon seit längerem so und ich verstehe nicht, wieso. Wieso zur Hölle kann ich keine anderen Fahrzeuge nehmen? Ich kann sie customizen bzw. die Farbe ändern, aber es bringt mir ja nicht viel. Oh Gott, die Lobby ist ziemlich komisch. Auf jeden Fall, Leute, denke ich, beende ich jetzt fürs erste das Video hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis morgen.